Servus Leute, heute gibt es einen Raid auf Customs und ich war auf der Suche nach dem letzten Item für den Kappa Container, dem Missam Forklift Key, der fehlt mir noch. Der spawnt in Jacken und in Scav-Taschen. Dafür gehe ich auf Customs in die Dorms, weil ja, da gibt es einen Haufen Jacken und auch so ein bisschen Action, wie ihr gleich sehen werdet. Ich war mit der HK416 unterwegs und das Ganze in der Nacht. Und ja, Nachtraids gefallen mir immer noch sehr gut und im Moment gefällt mir auch die HK sehr, sehr gut, muss ich sagen. Macht einen guten Job im PvP, wie ihr gleich sehen werdet, aber ich will wie immer nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Aber was mit G36? G36, naja, nicht so toll. Mittelmaß. Bei 5 und 6 ist halt Feuerrate King, ne? Empfangskomitee. Die Turnhalle, ja, stimmt. Jawohl, und was haben wir hier? BC, so eine gute CT. Geil. Hä, so fange ich. Okay, na gut. Ah, Markroom Keys gehen immer für 3 Grafikkarten irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich auch, Andy. Ich will ihn haben. Halt, wir wollten, ne? Deswegen sind wir ja da. Du hast es erwähnt. Okay. Irgendwie schaffe ich den Sprung da nicht mehr. Ich muss den anders machen. Ah, das geht nicht mehr gecrouched, ne? Ich darf das nicht gecrouched machen. Das haben sie ja geändert. Klar geht's nicht, was ich da mache. Servus, Duke. Der Trick klappt wohl nicht mehr. Nee, ich mach's einfach bloß falsch. Ich muss da mal ein bisschen hin und wieder muss ich mir mal Gedanken machen, wenn ich spiele. Die haben ja das, die Crouch-Geschwindigkeit
geändert. Klar ist das nicht mehr. Ich darf das nicht crouched machen, sondern ich muss stehen. Deswegen. Deswegen so, es ist absolut trotzdem schön, dass du hier bist. Servus. Da waren zwei im Gang, ja. Ich glaube, entweder hat er den einen umgelegt. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gekillt. Ich will aber erstmal kurz einmal Ammo machen. Wenn da close steht, dann hat es jemand gelootet schon. Dann stehen die für dich offen. Also wenn bei dem Container Search, close statt Search steht, dann ist der schon durchgelootet. So. Hier war doch noch einer. Ist ja kein Scheiß. Hä? Das ist so, das steht bloß close dran, wenn du selber auf dem Server bist. Von dem Save My Gear. Wenn du selber auf dem Server bist. Wenn der lootet, während du nicht auf dem Server bist, zum Beispiel als Scav, dann funktioniert das nicht. Level 16 muss man respektieren, wenn er so ein Gear mitbringt. Nee, du warst wahrscheinlich als Scav drin, ne? Du warst wahrscheinlich als Scav drin, du kommst auf den Server, die PCs sind gelootet, aber bei dir stehen sie noch als Search da, weil du das ja nicht mitbekommen hast, dass die gelootet sind. Das ist ein Bug, sozusagen. Also das Close steht bloß da, wenn das Looten passiert ist, während ihr auch auf dem Server wartet, im Raid. AK-74N mit Waffel, natürlich sehr gute Stats, sehr gut zu kontrollieren, schwache Ammo. Das ist halt das Problem bei 5v5. Siebener Killrunde, ja nice. Warte, was, Beat? Wir hatten ein Zweijähriges, oder? Ist doch nicht verkehrt, ne? Ich finde das BS-Strong ist okay. Das Problem ist halt im Nahkampf, ne? Gegen BP oder so eine Mutant. Da wird's halt. Ja. Schwierig. Es macht letzten Endes keinen Unterschied. Die machen alle nicht so viel Schaden. Die, also ob du Igolnik 47 oder BS nimmst, die machen alle relativ wenig Schaden. Ne? Und das bei einer niedrigen Feuerrate. Das heißt, wenn du den nicht direkt headshottest, dann ja, geht es nicht gut für dich aus. Mit BP ist so, mit der Mutant, du schießt zweimal auf die Brust, der ist weg. Ziemlich sicher, ne?
Wie viele kommen hier denn? Ja, immer mehr jetzt halt, ne? Das ist halt. Im wirklichen Meta-Gameplay ist die. Echt jetzt? Drüben ist auch noch was. Ach, den habe ich, okay. Party, Party, Party. Eine, es sind auf jeden Fall noch zwei. Erwische ich heute alle beim Heilen. Ach, das ist Gav. What the fuck, man? JP, gute Nacht, schlaf gut. Man sieht sich. Kein Thema, war mir ein Vergnügen. Einer noch auf jeden Fall da drüben. Ja, bei dem im Bart, der hat es nicht gecheckt, was ich mache. Der war ein bisschen überfordert. Auto? Nee.
Ah, der ist tot. Der wurde erschossen. Da liegt er. Er wurde von hier links erschossen. What? What? Das war kein Thermal. Ist hier unten um die Ecke. Jo. Denkt, ich bin im Erdgeschoss, deswegen. Schaut nicht hier hoch. Das hat er nicht, das hat er garantiert nicht gerafft. Woher die Schüsse kamen. Auf keinen Fall hat er das gerafft. Immer dieses Radarzeug, ja. Ja, war ja klar, ne? Ich habe ihn mitbekommen. Habe ich den erschossen? Ja, war meiner, okay. Die schöne Maske. Report ist raus, ja, der cheatet. Safe. Dich, den Helm. Ah, okay. Verstehe. Verstehe. GF oder Spieler? Spieler. Level 16 mit dem Cowboy-Hut. Hau ab, ey. Schnucklichen Löwen. Aber respektables Gear. Nee, Auto ist niemand. Habe ich noch einen zu looten? Nee, ne? Skeffi vielleicht. Привет. Freakshow 18, vielen Dank für das Follow bekommen. Wie, hocken noch mehr, ey.
Oh, er hatte sogar Night Vision und sowas alles. Geil. Er hat geflucht, allerdings, ja. Davon würde ich ausgehen. Stimmt, im WC liegt auch noch einer, ja. Im Marktroom? Im Marktroom liegt keiner. Oh. Oh, freundlichst. Wer hat erkannt? Ey, shit. Da war ganz schön was los hier, ne? Definitiv. Hey, shit. Mats Diele, vielen Dank für den Follow, willkommen. Und ein Pro-Kill. Oh, okay. Wir schauen auch den im WC an. Sie ist ein Spieler, ne? Auch ein Spieler. Ja, Level 9. Ah, ja, 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 was war hier eigentlich los, ey? Komm, gutes Manual, let's go. Ach so, und wir gehen raus hier, scheiß drauf. Was hat er für eine Weste? Ah, der andere hatte, glaube ich, Moment, der andere hatte, glaube ich, eine Blackrock, ne? Aber, ich mache jetzt hier keinen Aufriss mehr, komm, scheiß drauf. Geh jetzt raus hier. Genug gecampt, ja. Ja, eine witzige Runde. Ich weiß zwar nicht, wie viele Kills, aber war auf jeden Fall was los. Ja, genau. Ja, ich bin, glaube ich, irgendwie Scavkammer 4, 5. Das ist so ekelhaft. Hat auf jeden Fall. Oh. Bewegung. Wundervoll. Wundervoll. Oh, hallo YouTube im Chat, komm, wir machen hallo YouTube im Chat, haut mal hallo YouTube raus. War doch eine ganz gute Runde, zwar bloß 5 Kills, aber trotzdem unterhaltsam war's. Unterhaltsam war's. Nur durch Auto-Exits, ja. Und hin und wieder mal Koop und Scave-Runden halt jeden Tag, ne? Raus mit dem Spam. Ja, das war schon okay. Okay. Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen.
Gut. Machen wir hier wieder aus. Marker, Chat aus.